Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play The Evil Within vor der Eisentür, die nur darauf wartet, durchschritten zu werden. Von unserem lieben Sebastian. Deswegen, auf geht's. Ich hoffe, dass wir nicht am Anfang gleich so mega viele Monster zu töten haben. Das sind Flaschen, die man... Achso, ich dachte jetzt... Ist das Leslie? Nein, das ist nicht Leslie, oder? Hey, seid ihr hier aus der Gegend? Ich habe keine Ahnung, wo... Geh nicht weiter! Hey, hey, hey. Was ist das denn für eine Lampe? Oh, um Gottes Willen, das sieht nach Munition alle? Ich weiß nicht, ob der nochmal aufsteht, deswegen trete ich einfach so lange, bis ich nicht mehr treten kann. Okay. Da ist der zweite, scheiße. Ich muss den mit einem Schleichangriff töten, sonst bin ich selber tot. Wehe. Das war so klar. Ich bin so tot. Ich laufe jetzt einfach mal weg. Ich habe mich jetzt gerade etwas konzentriert, deswegen sage ich mir so wenig. Ja. Na geil, da ist schon der nächste. Gottes Willen, sag mal, was ist denn mit dem Spiel? Da hinten ist schon wieder einer. Ich bin mega, mega low. Jetzt recke ich mich gerade ein bisschen bis zu diesem roten Punkt. Jetzt hat er mich wieder gesehen. Ich drehe gleich durch. Aber sprinten können wir jetzt wieder. Kontrollpunkt. Okay, das ist gut. Dann prügel ich ihn jetzt einfach, weil ich jetzt im Kontrollpunkt bin. Das heißt, ich werde hier respawned auf jeden Fall. Okay, ja, das ist ganz gut, dass hier ein Kontrollpunkt ist, weil ich zu blöd für dieses Spiel bin noch. Da brauche ich noch ein bisschen Zeit, glaube ich, bis ich da einigermaßen mit klarkomme. Heieiei. Bewegst, regeneriert sich die Gesundheit bis zu einem gewissen Punkt, ja.
Wo bin ich denn jetzt? Aber der hinter mir ist nicht mehr da. Okay, jetzt bin ich hinter mir schon wieder losgeworden. Das ist super. Und den Typ vor mir müsste ich doch eigentlich mit einem Schleichangriff kriegen, wenn ich den nicht gleich auf mich aufmerksam mache. Da hinten noch mehr? Ne, da ist bis jetzt nur einer. Alter, ist das Spiel krank. Ich muss mich einfach... an den anschleichen, aber er macht immer nur diese so komische Bewegungsabläufe. Ist das eine Flasche? Nicht schlagen. Leertaste zum... Wo habe ich die Flasche hin? Wo ist die Flasche? Verdammt! Wo ist die Flasche? Da. Ich kann das nicht. Ich muss mir da eine Taktik überlegen, wie das funktionieren soll. Na geil, jetzt renne ich den dann natürlich gleich in die Arme. Juhu! Der dreht sich natürlich nicht um, aber der andere natürlich, glaube ich. Oder hat er mich jetzt auch schon wieder vergessen? Der hat mich vergessen. Okay, Leertaste nehmen, da ist auch eine Flasche. Ich warte jetzt hier, ich bleibe jetzt hier mal ein bisschen stehen, weil dann müsste ich ja... Ja genau, jetzt regeneriert sich mein Leben wieder auf den roten Balken. Darauf warte ich jetzt und versuche ihn dann nochmal anzugreifen. Mal schauen, ob es diesmal besser läuft. Den einen habe ich jetzt von hinten gekriegt. Das heißt, jetzt ist wirklich nur noch einer da. Okay, ihm geht's wieder gut. Zumindest relativ gut. Ich schaue nur mal da oben nochmal hin, ob hier irgendwas ist, was ich habe. Munition oder sowas. Weil mit einer Knarre geht es natürlich bedeutend einfacher. Aber ich glaube, hier ist gleich der nächste Abschnitt. Richtige Open World. So, ich versuch's jetzt nochmal. Sag mal. Warum denn? Ich dachte, die laufen uns zu diesem Flasche. Da, wo die Flasche geplatzt ist, laufen die dahin. Dachte ich zumindest bis jetzt. Dass sie das tun. Okay, der verfolgt mich jetzt. Ich muss da jetzt einfach hinterlaufen. Ach, Leute. Ich habe keinen Schiff. Okay, gut, gut, gut. Zumindest bin ich genauso schnell wie dieses Viech. Aber ich glaube, hier vorne ist gleich der nächste. Ja, wieso war mir das so klar? Kann ich hier in das Haus rein? Das wäre natürlich jetzt ganz toll. Dann verstecke ich mich erstmal wieder wie in alten Outlast-Zeiten, weil dann kann ich mein Leben regenerieren. Ich hoffe einfach mal, dass die hier nicht nachschauen. Mein Leben reckt auf jeden Fall. Ich glaube, ich brauche für dieses Spiel fünfmal so lange wie alle anderen. So, die gehen doch jetzt wieder hier raus, oder? Maus bewegen, zoomen, Steuerung zum Verlassen. Ich warte jetzt nochmal, jetzt gehe ich raus. Und tschüss. Alles klar. Leertaste nehmen. Was kann ich da nehmen? Was ist das? Eine Fackel? Eine Fackel! Kann ich damit schlagen? Yes! Sehr schön. Da ist nichts. Steuerung verstecken und hier ist auch nichts, gar nichts mehr zu finden oder so. Hier unten vielleicht in dieser Box da. Ist das... Oh, es ist Munition. Mann, ist das viel wert, dass ich jetzt endlich wieder Munition habe. Und ich gehe dann nochmal hier rüben. Hier sind noch mehr Kisten. Muss einfach Kisten prügeln. Vielleicht ist da immer was drin. Und da ist ein Brief.
Ein Kartenfragment, ich dachte, es wäre ein Brief. Da ist aber nichts mehr drin. Gut, da ist noch fast. Ich mache jetzt einfach alles kaputt. Ich brauche jetzt Munition, Leute. Sonst bin ich im Arsch. Ja, es ist ein Bauteil für irgendwas. Gut. Kann man die Fackel auch wechseln oder ausmachen? Nehme ich mal das hier. Ach so, dann legt er die Fackel weg. Warum legt er denn die Fackel weg? Langsam, langsam, langsam. Ich weiß nicht, wo der andere Zombie ist. Ich gehe nämlich jetzt nochmal da runter, weil ich will einfach alles sammeln, was es gibt. Dann komme ich durch die Level besser durch. Und jetzt habe ich eine Flammenfackel. Die dürfte mir doch gegen die Zombies eigentlich ganz gute Dienste leisten. Ist das ein Zombie? Ich höre einen, aber ich sehe keinen. Das ist ja sicher euer Ernst. Der steht da immer noch vor diesem Haus. Den habe ich doch vorhin schon, habe ich den nicht schon erledigt? Naja, okay. Gut. Habe ich scheinbar nicht. Und dann läuft er wieder zurück zu seinem Standpunkt. Oder er respawnt einfach nach irgendeiner Zeit. So, ich schaue hier mal rein. Okay, hier ist nichts mehr. Bärenfalle. Bärenfalle? Ich stehe gerade mitten in der Bärenfalle. Jetzt stehe ich mitten in der Bärenfalle. Warum habe ich die jetzt nicht entschärfen? Ich wollte sie doch Sollst sie entschärfen? Entschärfen! Okay, entschärft sie nicht mehr, weil ich jetzt schon reingesappt bin. Lol, der verbrutzelt einfach mal. Was habe ich da jetzt? Muni? Nee. Eine Heilspritze! Neuer Gegenstand! Spritze! Die Herkunft dieses Medikaments in der Riesenspritze ist unbekannt. Es stellt etwas Gesundheit wieder her. Eingabe, okay. Dann spritzen wir uns doch gleich mal. Yes, Half-Life. Immerhin. Immerhin was. Sag mal, bin ich echt so blöd, oder? Jetzt habe ich natürlich mein Leben wieder Ach komm, ist doch scheiße, ich habe die überhaupt nicht gesehen, die Scheißfalle. Junge, Junge, ist das Spiel krass. Okay, die sehe ich aber jetzt. Wie mache ich das jetzt am besten, um da reinzusappen? Okay, einfach hinstellen, Leertaste entschärfen, weiteres Bauteil erhalten. Aber meine Fackel ist weg. Ja, meine Fackel ist weg. Ich habe nur den Revolver. Ich lade mal kurz nach, dann habe ich die zwei schon mal im Lauf. Ich traue mich nicht schon wieder daneben zu schießen. Weil da ist noch ein Zombie da drüben. Ich bin so scheiße schlecht, warum treffe ich den denn nicht? Danke. Munition alle? Schlag ihn doch, du Idiot! Munition alle? Prügel ihn! Sag mal! Das gibt's doch jetzt nicht! Wie kann der mich denn, wie oft, was hält denn der aus? Oh Leute, ich komme durch dieses Kapitel nicht durch, weil ich einfach nicht zielen kann. Das ist ein echtes Problem. Mit Nahkampfangriffen kann man so einen Zombie vergessen, außer man hat so eine komische Fackel. Jetzt bin ich natürlich wieder ganz vorne, ne? Ach, scheiße, du. Ich weiß nicht, wie ich in dem Spiel hier besser werden kann, weil ich hab's jetzt... Wenn man Zombies mit Nahangriffen nicht kaputt machen kann, aber hier so wenig Munition rumliegt, man muss doch einfach alle headshotten, glaube ich, sonst geht das nicht. Wenn man da immer zwei oder drei Schüsse braucht, um einen so einen Zombie zu erledigen, dann wird das schwierig. Hier drin war ich noch gar nicht. Was ist das hier? Heilspritze? Okay, hier ist gleich mal so eine Spritze, das ist schon mal ganz gut. Ja, benutze sie gleich mal. Sehr gut.
So. Hier ist sonst gar nichts. Was, da war was. Steuerung verstecken, okay, unter dem Bett da. Hat er mich gesehen? Was ist jetzt mit dir? Aufsappen, weil der steht nämlich da auf. Yes! Da ist ein Zombie durch die Falle gelatscht, das ist gut. Der ist tot, der Zombie. Und den habe ich doch gerade eben schon so matrifiziert, der dürfte auch nicht mehr lange überleben. Eben. So, viermal Munition, den Zombie habe ich durch die Falle gelockt. Und da habe ich die Fackel. Und damit kann ich den anderen Zombie jetzt kaputt machen. Wo auch immer der steht, da steht er. Wenn ich gut bin, kriege ich den vielleicht sogar. Mit einem Schleichangriff. Ja. Weil der sich nicht umdreht. Der hat sich vorhin schon nicht umgedreht. Dann habe ich noch eine Fackel. Sehr gut. Und vier Munition. Kann ich die gleich mit aufsammeln? Komm. Jawohl. Also langsam wird's doch. Jetzt muss ich da hoch. Einen Zombie kann ich mit der Fackel auf jeden Fall insta töten. Jetzt muss ich nur mal kurz stehen bleiben. Und warte mal, dass ich meine Leben wenigstens wieder aufs Minimum reduziert hochladen kann. So, der brustelt weg, der hatte eine so ein Ding in der Hand, das heißt. Ja, okay, der verbrennt komplett. Das heißt, mit dem Ding kann ich jetzt nochmal weiterlaufen. Wenn man also Zombies mit Fackeln, mit der Fackel killt, kriegt man die Fackel wieder. Das ist sehr schön. Ist ja auch irgendwie logisch. Ich muss jetzt bloß gucken, dass ich hier vielleicht nochmal Munition und sowas finden kann. Und das natürlich wieder nehmen. Das ist ja einer der Karte. Ein Teil einer Karte. Da werde ich bestimmt noch ein paar andere finden. So, ist hier was drin? Nein, hier kann man sich wieder verstecken. Und da war, glaube ich, was drin, ne? Nö, jetzt ist da nichts drin, na toll. So, was ist hier drüben? Hier ist ein Draht, den kann ich mal kurz entschärfen. Entschärf das Ding, verdammt. Entschärf das Ding, bevor du durchlätscht. Mein Gott. Macht mich immer ganz kirre, wenn er da so nah ran muss. Zwei, okay, wo sind die anderen? Achso, die Technikteile sind natürlich jetzt weg. Kann ich das hier kaputt machen? Ja, kann ich. Dann kriege ich wieder etwas von diesem Glopper. Was? Was? Muss mich verarschen oder was? Der steht hier einfach mal auf. Und eine Heilspritze hat er dabei. Das finde ich sehr schön. Davon werde ich eine Menge brauchen, glaube ich. Und wieder Half. Okay, wir kommen schon mal ein bisschen weiter als vorhin. Und in der Pistole. Jetzt hast du öffnen. Ein Schlüssel. Für was auch immer. Ich weiß es nicht. Ich lade mal kurz meine Waffe nach. 8 Stück passen, glaube ich, rein. Ne, 6 passen rein. Dann haben wir 2 noch im Rücklauf. Sehr gut. Sehr gut. So gefällt mir das. Und hier ist Muni. Wieder 5 Stück. Da sind wir jetzt ziemlich voll mit. Flaschen können wir nicht nehmen, aber das hier können wir nehmen. Diesen Globbermolchter. Da passiert nichts. Und hier ist nur Flaschen, die wir aber nicht nehmen können. Ist hier jemand? Nein, da ist keiner. Gehe ich wieder raus. Hier sind auch, glaube ich, keine Zombies. Ich glaube, ich muss zur anderen Seite wieder. Weil da war ja so eine zu Metall-Eisentür-Ding. Da muss ich, glaube ich, durch und das dürfte dann der nächste Checkpoint sein. Ich weiß es nicht, aber jetzt habe ich auf jeden Fall viel Munition. Und die Zombies sind jetzt auch tot, also die respawnen nicht. Dann habe ich den vorher einfach nicht erwischt. Hier sind jetzt alle Zombies tot. Da drüben auch, das ist eine Bärenfalle. Da war ranschleichen und Leertaste zum Entschärfen. Das ist ein drittes... Muss mich verarschen. Das ist ein richtiger Bärenfall im Weg, das sind nämlich noch 2. Dann kriegen wir ein bisschen solche Teile. Ich weiß noch nicht, wofür die gut sind, aber man kriegt auf jeden Fall welche. 5 Stück haben wir jetzt. Ist hier noch eine Bärenfalle? Nein.
muss es nicht zerfallen auf. Da drin sehe ich ein Draht und ich höre einen Zombie. Aber von wo? Da. Hallo Zombie! Lauf durch die Falle! Ja, ja, fein! Sehr gut. So, der Kopf ist weg. Jetzt dürfte er eigentlich nicht mehr aufstehen. Und der hat aber auch nicht. Ich höre schon wieder einen Zombie. Ist der hier hinten drin? Nein, hier ist keiner. Aber so grünes Zeug ist hier wieder. Können wir auch bald mal Fähigkeiten verbessern. Da werde ich da mal durch. Und laufe hier außen rum. Hier ist aber nichts weiter, außer wahrscheinlich irgendwo eine Bärenfalle. Leute, das war gerade so knapp! Dann schärf das Ding doch! Der kann es nicht entschärfen! Der kann es nur da drüben entschärfen! Wie, du läufst da jetzt rein, ey, ich... Der entschärft das nicht, der entschärft das nicht, das kann man nicht entschärfen! Das ist so eine... Entweder kann man es nicht entschärfen oder ich will da nicht ranlaufen, ich habe da keinen Bock drauf. Weil solche Fallen töten Insta. Die haben Bomben, glaube ich, dran. Weil die sind alle explodiert, die Zombies. Da habe ich keine Lust, da selbst mal reinzulaufen. Hier ist eine Bärenfalle. Da unten. Jetzt nimmt sie... Sag mal, kann der jetzt nichts mehr entschärfen, oder was geht ab? Okay, er entschärft sie nicht. Dann macht er das halt auch nicht. Dann gehe ich halt hier drüben weiter. Das da hinten sieht nach der Metalltür aus, durch die wir müssen. Und deswegen haben wir wahrscheinlich einen Schlüssel. Hier sind aber keine Zombies mehr, ne? Nee, hier sind wir jetzt durch die Zombies. Da ist nichts mehr zum Sammeln, dann passt hier bestimmt der Schlüssel durch, oder? LOL, zwei Stück! Ah! Ich muss jetzt meine ganze Muni hier wegschlagen, das ist ja bescheuert. Jetzt habe ich nur noch zwei Stück, weil ich so viel dafür verbraucht habe. Ein Headshot hätte es, glaube ich, auch getan, aber ich kann sowas nicht. Die leben aber jetzt nicht mehr, die sind ja schon mal aufgestanden. Jetzt kann ich dann... Ich habe auch mal gehört, dass es doch da so ein dass man da so Streichhölzer dann bekommt. Und man die verbrennen kann, das weiß ich doch eigentlich. Naja. Mal gucken, wann wir die bekommen. Jetzt muss ich den ein bisschen hochkurbeln. Aber den Schlüssel habe ich noch nicht benutzt. Vielleicht ist hier jetzt Checkpoint, das wäre super. Warum? Ein Checkpoint wäre ein Träumchen, da ist es auch. Der Kontrollpunkt. Und das Ende der Folge. Ich habe es ungefähr dreimal jetzt, glaube ich, gemacht. Ich weiß es nicht. Zwei Patrönchen haben wir noch drin und ein bisschen grünen Schlodder haben wir auch gesammelt. Ich weiß es nicht. Wir hatten eigentlich 13 Munition und ich habe alles verballert jetzt an den zwei Zombies. Das Spiel kann ja noch heiter werden. Oh mein Gott. Gut so. Lasst euch bloß nicht stören. Okay, ja, der Zombie ist verdammt schnell. Da beende ich einfach mal das Spiel. Das machen wir dann beim nächsten Mal. Ich glaube, da sollte ich gar nicht drauf schießen. Ich glaube, da muss ich dran vorbeilaufen. Dankeschön fürs Zuschauen. Wir hören uns und sehen uns dann in der nächsten Folge wieder am Mittwoch um 21 Uhr. Danke fürs Zuschauen nochmal und bis zur nächsten Folge. Ciao. Euer Masterplay 01.